Da kommt die Kanone. Ah, da ist sie ja fast schon. Gehen wir mal auf 8 hoch. Also 8 Reserve-Kanonen. Weil ich werde jetzt dann gleich die beiden Territorien nacheinander angreifen. Und werde dabei schon ein paar Kanonen verlieren. Also hier wieder auf jeden Fall eine. Und hier könnten es... ja, gut 5 Stück sein, die ich verlieren werde. Geschwindigkeit. Naja, der Belagerungsschaden, den sie machen, ist der Hammer 10. Im Vergleich ein Musketier macht standardmäßig 1,5. Und hier macht ein Musketier 1,7. Ja, das hier wird schlimm sein zum Einnehmen. Außer ich kriege jetzt dann demnächst Unterstützung von den Piraten, dass sie hier an Land gehen. Also von den Freibeutern, nicht den Piraten. Ja, aber wenn sie von hinten angreifen, müssen sie auch ziemlich... Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Ein wahrhaft kühner Streich. Ihr habt den Atemar geschlagen und ihn in seine kleine Inselfestung zurückgedrängt. Jetzt ist die Zeit gekommen, ihn den Todesstoß zu versetzen. Besiegt den Admiral und sichert Tandriens Nordküste für alle Ewigkeit. Für Tandrien. Um euch das Leben zu erleichtern und eure gerechte Sache zu befördern, schicke ich euch eine kleine Armee. Setzt die Männer mit Bedacht ein. Gut, gut, ihr habt euch als würdiger Gegner erwiesen, aber falls ihr glaubt, mich besiegen zu können, unterliegt ihr einem tödlichen Irrtum. Nur zu, Lümmel. Lümmel. Mich dünkt, ihr habt während eures Hierseins ein paar gespenstische Freunde gewonnen. Horden von Geistern rennen gegen die Inselfestung an und bekämpfen alles, was ihnen sie vor dem Weg stellt. Okay, das ist eine Kanonenarmee. Freibeute, die hätte ich erwartet, sie wiederzusehen. Doch scheint es, sie haben ihre Verbannung wohl verwunden. Die Verfestigungsanlagen des Generals haben ihren zielgenauen Schüssen nichts entgegenzusetzen.
Ja. Ach ja, ich wollte hier gleich wieder angreifen. Ja, sind hier jetzt die Türme beschädigt, aber die Türme sind nicht beschädigt, leider. Cool, so viele Kanonen habe ich nicht mehr verloren. Und sogar die Geisterkanone steht noch. Ja, eigentlich brauche ich gar nicht mehr viel machen, wenn die Geister hier noch ordentlich angreifen. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Greifen wir gleich noch die Burg von Munz an. Oh, der eine Turm ist schon ziemlich weg. Und Türme halten nicht viel aus. So, Tor ist offen. Wir können einmarschieren. Oh, und ich habe hier eine kleine Armee von... Oh, das ist Albert, der Alleskönner, den ich da gekriegt habe. Und du bist Siegfried, der Spezialist, ja. Ja gut, war klar, die Geister schaffen es nicht hier durch. Wenn, da hätte ich, muss ich das sowieso selber machen. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Ihr habt es vollbracht. Ihr habt nicht nur Norderdamm gesichert und euch gegen uns
und euch unseres Problems mit den Geistern entledigt. Nein, ihr habt zugleich den vermaledeiten Gouverneur Graubart in die Schranken gewiesen und des skrupellosen Admiral Munz aus unserem Reich vertrieben. Euch sei Dank gehören diese Schurken der Vergangenheit an und Handel des Nordküste ist wieder ein Ort des Friedens und der Sicherheit. Bald schon werden die Hilfsgüter und das Geld für den Wiederaufbau Tandriens fließen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Juhu! Ja, die Freibeuter haben ihre neuen Schiffe. Der Schiffsbauer hat seine Frau zurück. Und die Geister sollten auch Ruhe gefunden haben. Ihr habt gewonnen. Ja, 2000 Münzen, das ist schön. Zurück zum Menü. Oh, wir landen hier. Ja gut, wir haben die Gefahren der Küste erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes ist die Erweckung der ewigen Stadt dran. Allerdings würde ich sagen, mache ich hier jetzt, da sich nicht mehr lohnt, für eine Folge die ewige Stadt anzufangen. Gucken wir mal nur kurz in unseren Krämerladen rein. Hier habe ich nämlich schon ein paar Sachen gekauft gehabt, nämlich alle KI-Gegner habe ich mir gekauft. Also offscreen. Die Prestige-Objekte habe ich auch bereits alle gekauft. Architekturelemente. Wollte ich mir ein neues Schlossfundament gönnen. Beziehungsweise könnten wir gleich zwei gönnen, nämlich die großen Hallen hier. Ach nee, das sind nur Anbauten. Das hier sind Schlossfundamente. Ja, ich kann Tore, Balkone. Jawohl, kaufe ich mir mal die große Halle mit der rundförmigen Seite. Und dann fangen wir an, so ein Kleinzeug mal zu kaufen. Fenster im Dämonenstil, Balkon mit Zinnen, großer Erker, noch ein großer Erker, großes Fenster, quadratischer Erker. Ja, und hier wird alles immer teurer. Lassen wir das mal. Jetzt gucken wir mal kurz in den Architekten rein. So, wir haben... Das wird die große Halle mit der eckigen Rundung sein. Das ist viereckig und das ist fünfeckig. Ja. Änderungen speichern? Nein. Also ja, dann kaufen wir doch auch einfach mal gleich die große Halle mit der runden Ecke. Große Halle mit einer Ecke. Gucken uns das mal an, ob das jetzt ein anderes ist. Ne, nicht der Kartograf. Da können wir die Karten uns angucken. Ne, ich hätte gerne das Ding hier. Ne. Es gibt nur die drei hier.
Bis jetzt. Okay. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Falsche Kampagne. Die Erweckung der ewigen Stadt an. Also, bis dann.